ich freue mich, dass ich heute zu Ihnen sprechen kann. Mein Thema ist für Betroffene eine Tragödie und für Angehörige ist es eine Katastrophe. Also, ich nenne nur einige Namen. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Omar Sharif, Helmut Zacharias, Rudi Assauer und noch lebend Gerd Müller. Ich hatte 35 Jahre eine Praxis für physikalische Therapie in der Rheinstraße und wir schreiben das Jahr, es geschah im Jahr 2012. Ein Patient, damals 72 Jahre, er kam immer in gewissen Abständen zur Behandlung, gebürtig und aufgewachsen in der Nähe von Dortmund. Wir hatten immer eine lebhafte Unterhaltung über Gott und die Welt. Ganz besonders gut gelaunt war er, wenn Borussia Dortmund samstags gewonnen hatte, da kam er dienstags mit dem schwarz-gelben Schal. Aber diesmal war alles ganz anders. Zum ersten Mal nach 10 Jahren kam er mit seiner Frau. Sie gingen ins Wartezimmer und als ich ihn zur Behandlung auffordern wollte, kam mir seine Frau entgegen und sagte, Herr Müller, der Herbert ist völlig neben der Kappe. Ich ging zu ihm und sagte, Herr Schmidt, Sie können kommen. Ich sah ihn ein energieloses Gesicht, energielose Augen, vollkommen teilnahmslos, depressiv. Er schaute mich an und sagte, warum? Mich erkannte sofort die Situation. Das war zum ersten Mal, dass ich mit diesem Krankheitsbild überhaupt Erfahrung sammeln konnte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er wie ein Mensch innerhalb von so kurzer Zeit die Psyche verändert. Für eine Behandlung hatte ich natürlich keine Lust. Viel wichtiger war es, dafür zu sorgen, dass er zu seinem Hausarzt kommt. Das habe ich der Frau klar gemacht. Und ein Neurologe, der ein Buch geschrieben hat über dieses Thema, er schreibt, das Hinübergleiten in den Raum ohne Zeit, in das Vergessen und Veränderung der Persönlichkeit, das verläuft fließend. Es gibt keine Heilung. Denn niemand macht tote Nervenzellen wieder lebendig. Niemand macht diese Diagnose rückgängig. Aus diesem Grunde informiere ich Sie heute nicht über den Verlauf von Alzheimer, über die Erkrankung selbst, sondern über die Voraussetzungen, wie man diese Diagnose verhindern kann. Wenn Sie so wollen, über einen gehirngesunden Lebensstil. Denn wenn sich Ihre Gesundheit in die positive Richtung verändert und wenn Sie sie immer mehr steigern, dann verändert sich alles. Was ich damals nicht wusste, aber heute weiß, wenn die Diagnose Alzheimer gestellt wird, dann sind bereits 70% der Nervenzellen zerstört. Und erst dann machen sich Veränderungen im Denken und Gedächtnis bemerkbar. Und die Grundlage für meinen Vortrag ist nicht die Neue Post, Bild der Frau oder die Freizeitrevue, sondern wissenschaftliche Erkenntnisse von Neurologen, Molekularbiologen, Hirnforscher, Psychologen, Altersforscher. Ich habe also sehr viele Bücher, 7 oder 8, die Inhalte dieser Bücher in eine einfache Sprache übersetzt und mit Erlebnissen aus meiner Praxis ergänzt. Wer seinen Körper vernachlässigt, der vernachlässigt auch sein Gehirn. Alles, was Ihren Gefühlen gut tut, alles, was Ihrem Herz gut tut, ist auch gut für Ihr Gehirn. Alles beeinflusst alles. Unser Gehirn stelle ich mir wie eine Galaxie vor. Ein riesiges Universum. Wir haben über 100 Milliarden Gehirnzellen. Und jede einzelne dieser Milliarden von Gehirnzellen kann wiederum 10.000 Verbindungen mit anderen Zellen eingehen und sich so ununterbrochen miteinander vernetzen. Und das Schöne ist, dieser Speicher, er wird einfach nicht voll. Denn je mehr neue Informationen, da hustet jemand, hat jemand eine Erkältung,
Denn je mehr neue Informationen unser Gehirn bearbeiten muss, umso schneller wachsen die Nerven und verbinden sich und vernetzen sich untereinander. Vielleicht haben Sie es gemerkt. Die Betonung liegt auf neue Informationen. Denn wenn jeder Tag genauso abläuft wie die vorhergehenden, kann keine Erneuerung der Zellen geschehen. Dann legen sich die Gehirnzellen schlafen und sagen sich, naja, unser Besitzer fällt nichts Neues mehr ein, wir können weiter schlafen. Unser Gehirn koordiniert ununterbrochen in unserem Körper ablaufenden Prozesse. Unser Gehirn koordiniert die Muskelkontraktionen, also den Wechsel von Spannung und Entspannung in der Muskulatur. Dadurch können wir uns überhaupt bewegen, laufen und stehen. Unser Gehirn koordiniert den Herzschlag, die Verdauung, die Blutzirkulation, die Hormonausschüttung, den Stoffwechsel, den Herzschlag, die körpereigene Abwehr. All das wird von den verschiedenen Schaltzentralen im Gehirn gesteuert. Sobald irgendetwas in unserem Körper durcheinander gerät, also inkohärent zu werden beginnt, sorgt unser Gehirn dafür mit geeigneten Gegenreaktionen, dass es wieder ins Gleichgewicht kommt, also kohärent wird. Wir müssen verstehen, alles, was wir erleben, erleben wir über das Gehirn. Alles, was wir riechen, schmecken, fühlen, sehen, geht über das Gehirn. Auch unsere Gefühle, Hass, Wut, Triumph, Niederlage, Verzweiflung, Liebe, all das geht über das Gehirn. Wenn wir das begreifen, welche Bedeutung unsere Schaltzentrale hat, dann verstehen wir auch, dass wir alles tun sollten, um es gesund zu erhalten, damit wir auch im hohen Alter sein volles Leistungspotenzial ausschöpfen können. Es sei denn, in unserem Gehirn herrscht ein großes Durcheinander, dass diese Abläufe gestört werden. Wenn wir Probleme mit uns herumschleppen, die wir nicht lösen können oder wollen, Liebeskummer, Verzweiflung, Hartz IV, jetzt diese Pandemie, ich möchte jetzt nicht mit dem Wirt im Turnerheim tauschen, der ständig die Praxis sein Lokal schließen muss und 14 Mitarbeiter hat. Vorübergehend für einen bestimmten Zeitraum wird der Körper damit fertig. Aber wenn das Ganze chronisch wird und wir da nicht rauskommen, werden wir krank. Von der Selbstheilung, von der Regeneration des Gehirns ganz zu schweigen. Es ist stark eingeschränkt oder findet nicht statt. Viele Menschen gehen heute davon aus, dass es ganz natürliche Abnutzungs- und Degenerationserscheinungen zuzuschreiben ist, wenn das Gehirn mit zunehmendem Alter seine Fähigkeiten verliert, seine Leistungsfähigkeit verliert. Und sie erhoffen sich von der medizinischen Forschung, dass sie Mittel und Wege findet, um das Ganze wieder rückgängig zu machen. Bis heute hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt. Und es gibt auch überhaupt keinen Anlass, dass ein solches Mittel jemals gefunden wird. Wer sein Gedächtnis verliert, der erlebt eine Tragödie. Ein Patient, es geschah 1998, er war damals 85 Jahre, mental und körperlich sehr fit. Seine Frau hatte Alzheimer. Die Kinder hatten ihn überredet, Vater, du schaffst es nicht, die Frau muss in ein Pflegeheim. Nach 2 Monaten holte er seine Frau aus dem Heim wieder zurück in die Wohnung und sagte, das hat meine Frau sich nicht verdient. Ich bin jetzt für sie zuständig. Die kommt dann nie mehr hin. Er sagte, es ist manchmal nicht einfach. Manchmal geistert sie nachts rum, aber manchmal hat sie auch positive Momente. Ich muss dazu sagen, er hatte positive Unterstützung durch seine Kinder. 2 Tage in der Woche hatte er frei. Und so hatte er es also auch gemeistert. Er sagte, manchmal habe ich den Eindruck, sie ist hellwach und voll da. Wie neulich, sagte er. Es war Samstag, sie sitzt im Sessel und beobachtet mich mit weit aufgerissenen Augen. Und plötzlich sagte sie zu mir, was machst du da? Ich sagte, ich decke den Tisch, Kuchen und Kaffee kommt auf den Tisch,
In einer halben Stunde kommen die Kinder bei Kuchen und Kaffee. Wir feiern heute goldene Hochzeit. Du bist mit mir und ich bin mit dir seit 50 Jahren verheiratet. Da sagt meine Frau, ich mit dir verheiratet, im Leben nicht. Ich sagte schon, es ist eine Tragödie. Pharmafirmen haben bereits Milliarden in die Erforschung neuer Medikamente ausgegeben. Ohne Erfolg. Anfang 2018 gab der US-Konzern Pfizer seine Alzheimer-Forschung komplett auf. 2019 starteten Biologen zwei Studien mit insgesamt 3200 Probanden. Der Wirkstoff Aducanumab, der die Ablagerungen im Gehirn wieder rückgängig machen sollte, der scheiterte schon im Frühstadium. Der Molekularbiologe Konrad Bayreuther vom Netzwerk der Altersforschung in Heidelberg ist davon überzeugt, dass die Effekte der Vorbeugung die Wirkung von kurierenden Medikamenten schlagen werden. Er schreibt, man kann die Gene nicht verändern. Die beeinflussen uns zu 10 oder 15%. Aber was man verändern kann, und dafür sind wir selbst verantwortlich, das ist der eigene Lebensstil. Und er nennt drei Punkte, die sehr wichtig sind, die wir beachten sollten, um uns vor dieser Diagnose zu schützen. Erstens, Bildung und Neugier, regelmäßige Bewegung und der tiefe, gesunde Schlaf. Bildung und Neugier sorgen dafür, dass die Nerven sind und sich miteinander vernetzen. Denn je mehr Nervenzellkontakte man hat, die dadurch entstehen, umso schwieriger machen es dem Alzheimer, das System zu kappen und zu zerstören. Ich habe doch viel lieber Alzheimer mit 102 Jahren als bereits in jungen Jahren von 82. Menschen, bleiben Sie deshalb neugierig und machen es dem Alzheimer immer schwerer, das System zu zerstören. Menschen, die sich regelmäßig bewegen, sie haben immer weniger Probleme mit dem Gewicht, sie bekommen Altersdiabetes viel besser in den Griff, sie stärken ihre Knochen, Muskeln und Gelenke. Das Gehirn bekommt durch die Bewegung, durch die verstärkte Ein- und noch längere Ausatmung viel mehr Sauerstoff und wird durch innere und äußere Reize angeregt und ermüdet auf ganz natürliche Weise. Wir müssen verstehen, unser Gehirn wiegt nur 2% unseres gesamten Sauerstoffbedarfs. Also unser Gehirn wiegt 2% unseres gesamten Körpergewichts, braucht aber 25% unseres gesamten Sauerstoffbedarfs, damit alles funktioniert. Bewegungsmangel beschleunigt den Alterungsprozess. Ohne Aktivität wandelt der Körper Muskelmasse in Fettgewebe um. Wir werden schneller alt, wir werden öfters krank, wir brauchen längere Zeit, um wieder gesund zu werden. Und der Krankheitsverlauf wird wesentlich intensiver und gefährlicher. Kein einziges Medikament ist in der Lage, die Wirkung von der Bewegung an der frischen Luft zu ersetzen. Aber Bewegung an der frischen Luft ersetzt sehr viele Medikamente. Ein Wissenschaftler schreibt in einer Wissenschaftszeitschrift, er schrieb einen Artikel zum Thema Alzheimer durch Schlafmangel, Fragezeichen. Erst vor wenigen Jahren entdeckte man im Gehirn das lymphatische System. Es handelt sich um ein Entsorgungssystem, man nennt es ein Kanalsystem, um die Blutgefäße im Gehirn. Man nennt es auch das Gullig im Gehirn. Nur wenn wir nachts tief schlafen, wird eine große Menge unerwünschter Proteine, die sich über den Tag dort angesammelt haben, über das lymphatische System entsorgt und weiter abgebaut. Und diese Aktivität lässt sich heute durch eine Kernspintomographie beobachten und messen. Wir haben also nachts, wenn wir tief schlafen, eine sogenannte nächtliche Gehirnwäsche. Denn Schlafmangel
ist Stress. Und Stress blockiert den Verstand. Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlafzimmer. Wir sollten also dem Schlaf eine bessere, tiefere Bewertung, Bedeutung beimessen. Denn die nächtliche Müllabfuhr, die dadurch entsteht, wenn wir diese Plaques abbauen, heißt die eiweißhaltigen Ablagerungen, die alumoiden Plaques. Und der Wissenschaftler schreibt, dieser Abbau funktioniert nur im Schlaf. Und da hat er nicht recht. Es gibt noch andere Wissenschaftler und sie kommen zu einer zusätzlichen Lösung. Informieren Sie sich über Heilfasten oder Intervallfasten. Denn Fasten ist die Fähigkeit zum Leben aus den körpereigenen Nahrungsreserven. Aber das gelingt nur, wenn der Körper keine Verdauungsarbeit leisten muss. Denn die Nacht dient der Regeneration, der Erneuerung und nicht der Verdauung von Jägerschnitzel oder Krustenbraten oder Schweinshaxe. Das heißt, wir nutzen dann, wenn der Körper keine Verdauungsarbeit leisten muss, die körpereigenen Fettreserven als Energiequelle. Wir haben zwei Arten von Fett in unserem Körper. Das subkutane Fett, das positive, gute Fett, das liegt unter der Haut, es schützt uns. Wir haben das viszerale Fett. Dieses viszerale Fett entsteht von einer Nahrung, die der Körper nicht kaum in Energie umwandeln konnte. Wenn Sie überwiegend Tiefkühlkost essen, Dosennahrung, dann wird diese Nahrung zum Teil an den Innenwänden der Arterien lagert es sich ab, an den Innenwänden der Organe. Und es wird immer mehr. Es macht zunächst kein Problem, solange das Organ seine Funktion noch erfüllen kann. Aber wenn dieses viszerale Fett immer stärker wird, irgendwann kann dieses Organ seine Funktion nicht mehr erfüllen. Und dann haben wir ein Problem. Dieses viszerale Fett ist anfällig für Entzündung. Und hier wird die Grundlage für Krebs und die neurologischen Erkrankungen gelegt. Fasten plus Bewegung führen im Körper zu einem Zellreinigungsprozess. Sie kurbeln den Stoffwechsel an, bauen Fettgewebe ab im Körper und in den Hirnzellen. Und sie bremsen den Alterungsprozess. Ich zitiere Dr. Makola aus seinem Buch Gesunde Fette, der optimale Kraftstoff für den Körper. Er schreibt, Fasten hat einen nützlichen Effekt zur Vorbeugung gegen Alzheimer, weil es den Abbau der Plaques, der eiweißhaltigen Ablagerungen, fördert. Das war nur ein Hinweis, informieren Sie sich über dieses Thema. Sie haben eine zusätzliche Chance, diese Diagnose zu verhindern. Tiefer Schlaf verfestigt das Gedächtnis und weist den neu hinzugekommenen Informationen den richtigen Platz zu. Am besten gelingt es im Tiefschlaf, der frühestens 30 Minuten nach dem Einschlafen einsetzt. Insgesamt sollten wir nicht weniger als 6 bis 7 Stunden schlafen und störende Einflüsse wie elektrische Geräte meiden. Wer zunächst wenig schläft, der kann sich nichts merken am nächsten Tag und neigt auch zu unkontrollierten Gefühlsausbrüchen. Ist ständig müde, energielos, kraftlos. Denn das Megakraftwerk im Kopf produziert täglich rund 7 Gramm abgenutzter Proteinmasse. Wird diese nicht entsorgt, dann häufen sie sich an. Und die Informationsverteilungsstellen im Gehirn, das sind die Synapsen, die werden blockiert. Und je mehr dies geschieht, führt dies langfristig nicht nur zu Alzheimer, sondern auch zu anderen neurologischen Erkrankungen, ausgehend vom Gehirn, wie Alzheimer, Parkinson, MS. Folgende Anzeichen, das sind die ersten Merkmale, wo Sie sofort reagieren müssen. Wenn Sie immer häufiger etwas vergessen, wenn Sie immer die gleichen Fragen stellen, wenn Sie Probleme haben, Gerüche zu erkennen, wenn Sie mitten im Satz aufhören zu sprechen, weil Ihnen das Verbindungswort nicht mehr einfällt,
wenn Sie Orientierungsprobleme haben, wenn Sie an der Wilhelmstraße stehen und wissen nicht, warum Sie da stehen, wo Sie hin müssen und was eigentlich mit Ihnen los ist. Und wenn Sie Dinge an einen Platz stellen, wo Sie nicht hingehören, zum Beispiel das Portemonnaie im Kühlschrank. Schlafforscher der Universität Brooklyn in New York. Sie haben festgestellt, wenn man nachts auf der Seite schläft, egal ob rechts oder links, dann wird unser Gehirn mit einer zusätzlichen Cerebrospinalflüssigkeit durchspült und die Ablagerungen noch zusätzlich besser abgebaut und über das lymphatische System entsorgt. Aber ich empfehle Ihnen, mal auf der linken Seite zu schlafen. Dann schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Hier liegt etwa links hier vom Brustbein unser Herz. Hier kommt die Aorta, sie macht hier einen Bogen nach links und geht dann in den Bauchraum. Wenn Sie jetzt auf der rechten Seite schlafen, dann muss das Herz gegen die Schwerkraft anpumpen. Sie belasten Ihr Herz. Aber wenn Sie auf der linken Seite schlafen, dann fließt das Blut fast von selbst. Sie entlasten Ihr Herz. Wie gesagt, die Nacht dient der Regeneration, der Erneuerung. Und wenn Sie Ihr Herz entlasten, dann schläft es auch länger. Jetzt trinke ich mal einen Schluck Wasser und dann geht es gleich weiter. Das ist jetzt ein ganz wichtiges Thema über den Schlaf. Denn diese Ablagerung, die Plaques, die nicht abgebaut werden, sie verursachen langfristig Entzündungen. Und diese Entzündungen schädigen die Zellen, die Nerven und die Gefäße. Die Zelle ist der kleinste Baustein des Lebens. Und in dieser Zelle gibt es noch kleinere Zellen. Sie heißen aktive Mikroglia. Man nennt sie Helferzellen. Ich nenne sie ganz einfach Handwerkerzellen. Denn diese Zellen haben zwei Aufgaben. Sie beseitigen den Müll, der durch den Stoffwechsel in der Zelle entsteht, und sie reparieren die Nervenzellen. Sie müssen wissen, in jeder Zelle sind Mitochondrien, das sind die Kraftwerke in der Zelle. Und sie brauchen Energie und die Energie bekommen sie durch die Kombination von Sauerstoff und der Nahrung, die wir aufnehmen. Dadurch beginnen die Kraftwerke zu arbeiten und dadurch entstehen Abfallprodukte und die müssen aus der Zelle raus. Und diese Aufgabe in die Handwerkerzellen, die Mikroglia-Zellen. Werden diese zerstört durch die Ablagerung, kann keine Regeneration mehr stattfinden. Und diese chronischen Entzündungen, die dadurch entstehen, die Ursache für Alzheimer, neurologische Erkrankungen und auch Krebs, haben ihre Ursache durch zu viel zuckerreiche Ernährung, wie Industriezucker, die in den Lebensmitteln entstehen, aus der Tiefkühltruhe, Dosennahrung und so weiter und andere Nahrung, das ist ein eigenes Thema, Stress ohne Ausgleich und zu wenig Sauerstoff durch Bewegungsmangel. Wenn Sie das abschalten, sind Sie auf der sicheren Seite. Und solange sich dadurch auch mehr Zellen erneuern als absterben, was soll da geschehen? Zur Wahrheit gehört auch, dass sich Alzheimer schon Jahrzehnte vor der Diagnose entwickelt. Man kann das schon durch eine Blutuntersuchung schon Jahrzehnte vorher feststellen. Also ich mache das nicht, ich würde nervös, wenn ich da schon ein Anzeichen entdecke. Ich bemühe mich gleich, gesundheitsbewusst zu leben. Denn später, wenn wir 70 sind und unsere ungesunde Lebensweise weiter fortsetzen, dann ist unser Gehirn nicht mehr so schnell in der Lage, das Ganze wegzustecken. Und dann machen sich Veränderungen im Denken und Gedächtnis bemerkbar. Chronische Entzündungen im Körper, in den Zellen, sind eine der Hauptfaktoren der Alzheimer-Erkrankung. Deshalb ist die wichtigste Medizin, nicht diese Medizin, die erst anfängt, wenn die Diagnose gestellt wird. Die wichtigste Medizin ist die vorbeugende Medizin und die einzig wahre Behandlung ist die Verhinderung der Ursache, die zur Krankheit führt. Und die vorbeugende Medizin beginnt nicht in irgendeiner Klinik oder Praxis, sondern sie beginnt in der Küche durch eine gesunde Ernährung und viel Bewegung an der frischen Luft. Eine ganz interessante Statistik vom Statistischen Bundesamt.
Wir Deutsche gehen im Durchschnitt im Jahr 16 Mal im Jahr zum Arzt. Der Norweger geht 3-mal im Jahr zum Arzt. Und der Norweger ist wesentlich gesünder, hat man festgestellt, lebt etwas länger und das bei deutlich niedrigen Beiträgen. Also sollte man sich doch mal Gedanken machen. 1,9 Millionen Menschen sind in Deutschland abhängig von Medikamenten. Kann man hier von Fortschritt sprechen? Wenn Sie zum nächsten Mal zum Hausarzt gehen und er verordnet Ihnen ein Medikament, dann fragen Sie doch mal Ihren Arzt, Herr Doktor, gibt es zu dieser Verordnung eine Alternative? Was kann ich selbst dazu beitragen? Man hat nicht plötzlich Verdauungsstörungen, man hat nicht plötzlich einen hohen Blutdruck. Krankheiten brauchen einen langen Zeitraum bis zu ihrer Entstehung. Und dann kann ich nicht vom Arzt oder Therapeuten diese vorliegende Gesundheit verlangen für Erkrankungen, die ich ja ohne mein Wissen zum Teil selbst mit verursacht habe. 1,7 Millionen Menschen sind abhängig, sind alkoholkrank. Auch unsere Psyche, unsere Gefühle sind wichtig, spielen eine sehr wichtige Rolle. Denn jeder Begriff löst in unserem Gehirn unterschiedliche Emotionen aus, also Gefühle, die ihre Wirkung entfalten. Positiv wie negativ. Worte können einen Menschen zerstören, ihn krank machen, aber auch glücklich. Aber die Menge an Informationen, die täglich über uns hereinströmen, überfordern unseren Verstand. Die Massenmedien verbreiten Angst, Schrecken, Wut und Ekel, das ist wichtiger als positive Nachrichten, weil diese negativen Nachrichten sollen uns ja eine bestimmte Aufmerksamkeit setzen, damit die Nachrichten gut ankommt und wir uns entsprechend verhalten oder ihr Produkt kaufen. Diese nervenaufwühlenden Informationen für den Geist ist genauso schädlich für den Körper wie zu viel Zucker für den Körper. So wichtig eine gesunde Ernährung für den Körper ist, genauso wichtig ist auch eine gesunde geistige Nahrung für unser Gehirn. Wir essen, was uns schmeckt. Aber so viel Müll, wie wir oft in unseren Geist hineinlassen, würden wir niemals durch die Nahrung in unseren Körper hineinlassen. Denn jede aufwühlende Story, wenn wir sich zu sehr negativ damit einhergehen und nicht abschalten können, führt zur Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Cortisol verspannt die Muskulatur, verengt die Gefäße. Das Herz braucht mehr Kraft, um Blut durch die Adern zu pumpen. Dann steigt der Blutdruck. Die Nierenfunktion ist unmittelbar mit der Herzfunktion gekoppelt. Haben Sie ein Problem am Herzen, haben Sie auch ein Problem an den Nieren. Alles ist miteinander vernetzt. Das Immunsystem wird schwächer, Sie schlafen schlecht, Sie werden öfters krank und brauchen längere Zeit, um wieder gesund zu werden. Denken und Kreativität und Konzentration, das geht nicht, wenn 1000 Gedanken in Sie hineinströmen. Wenn Sie nach einer Lösung suchen, das funktioniert nicht. Wenn Sie nach Lösungen suchen, das geht nur in der Stille, in der Ruhe. Denn Stress blockiert den Verstand. Das geht zum Beispiel morgens um 6 am Schiersteiner Hafen auf einer Bank am Rhein. Da haben Sie die Stille, die Ruhe, um runterzukommen und in Lösungen zu denken, die Lösung zu finden. Wir sollten also einen geistigen Filter einbauen und das herausfiltern, was uns belastet und uns einfach nicht weiterbringt. Und nur das hineinlassen, was uns zu einem gesunden und besseren Leben führt, ohne allerdings Wichtiges zu verpassen. Denn Hoffnung, Vertrauen, lösungsorientiertes Denken und Optimismus sind Vitamine für die Seele. In vielen Büchern seit Jahrzehnten habe ich immer wieder den Hinweis bekommen, dass die 7-Tage-Adventisten, eine religiöse Gemeinschaft, dass sie bis zu 10 Jahre länger leben als Menschen, die dieser Gemeinschaft nicht angehören. Warum ist das so? Sie haben die Einstellung, Gott hat uns einen gesunden Körper gegeben und damit es auch bleibt, sind wir selbst dafür verantwortlich.
Die 7-Tage-Adventisten sind Vegetarier, dazu gehört Sport, regelmäßige Bewegung, Stressbewältigung und gemeinnützige Arbeit sind ihnen wichtig. Diese Lebensweise führt dazu, dass Adventisten 10 Jahre länger und gesünder leben als die Normalbevölkerung. Ich selbst habe 2-mal sonntags um 10 Uhr an einem Gottesdienst mit Predigt teilgenommen. Und ich ging zufällig die Rheinstraße hoch auf der linken Seite Richtung Ringkirche und da hatten sie ihren Gemeinschaftsraum. Ich war tief beeindruckt. Grundlage ist die Bibel. Es ist keine Sekte, sondern eine religiöse Gemeinschaft, die sich an die Bibel hält. Und sie setzen praktisch das um, was die Wissenschaftler in ihren Büchern schreiben. Unser Gehirn hat nämlich die erstaunliche Fähigkeit, sich anzupassen und neu zu verdrahten, wenn die Voraussetzungen stimmen. Scheinbar ist das bei den Nonnen der Fall. Denn man hat weltweit Untersuchungen durchgeführt in den verschiedenen Klöstern. Man wollte einfach herausfinden, warum leben die Nonnen wesentlich länger und warum 7 bis 8 Jahre und warum ist Alzheimer bei ihnen kommt gar nicht vor oder nur sehr, sehr selten. Man hat die Gehirne der Nonnen, die weit über 90 Jahre alt waren und gesund waren, untersucht. Und die Ärzte, die das taten, hatten die Röntgenaufnahme gesehen und haben sich erschrocken. Es waren so viele schwarze Flecken. Sie sagten, bei so einer Röntgenaufnahme hätten sie eigentlich Alzheimer haben müssen. Denn Menschen außerhalb des Klosters, die so eine Röntgenaufnahme bekommen, haben Alzheimer vergleichbaren Alters. Warum ist das bei den Nonnen nicht der Fall? Aber anders in Personen der Normalbevölkerung war das Gehirn dieser Nonnen offenbar in der Lage, die Abbauprozesse durch eine Neubildung der Nervenzellen zu verknüpfen. Und zwar in noch intakte Bereiche des Gehirns. Aber bei Menschen, die außerhalb des Klosters ihr Leben verbrachte, zeigte sich diese Regenerationsfähigkeit nicht. Wie ist das zu erklären? Was ist bei den Nonnen anders? Nonnen sind nicht verheiratet. Ja. Nonnen müssen auch keine Kinder großziehen. Nonnen haben noch nicht den Ehrgeiz, unbedingt Karriere machen zu müssen. Nonnen arbeiten nicht für Geld. Nonnen brauchen auch keinen materiellen Besitz. Nonnen gehen auch nicht mit 60 oder 65 in Rente. Sie arbeiten weiter, entsprechend ihren mentalen und körperlichen Fähigkeiten. Nonnen haben auch nicht das Problem, was viele Frauen haben, wenn sie morgens den Kleiderschrank aufmachen und vor dem großen Problem stehen. Was ziehe ich heute an? Welche Bluse passt zu meiner Handtasche? Welche Ohrringe passen zu meinen Schuhen? Bei den Nonnen kein Problem. Immer das Gleiche, immer dunkel und auch ihre Frisur sitzt immer. Nonnen führen, wie sie es ausdrücken, ein gottgefälliges, sinnerfülltes Leben. Sie sind Teil einer Gemeinschaft. Sie sind nicht isoliert, sondern in dieser Gemeinschaft integriert. Und sie haben die Einstellung, was soll mir geschehen? Gott ist bei mir. Was soll eigentlich geschehen? Und diese Einstellung zum Leben ist natürlich ein großer Vorteil gegenüber einer gefühlskalten, gewinnorientierten, ich geprägten Ellenbogengesellschaft, wo in der Krise viele nach dem Motto leben, was interessiert mich der Nächste? Hauptsache ich habe in dieser Krise ausreichend Toilettenpapier. Aber selbstverständlich haben wir auch das Gegenteil erlebt, wo sich Menschen ehrenamtlich für den Nächsten einsetzen. Aber wir können nicht alle ins Kloster gehen, um uns vor Alzheimer zu schützen. Es würde uns auch nicht helfen, weil wir die Einstellung nicht mitbringen. Der Medizinsoziologe Aaron Antonowski hat in umfangreichen Untersuchungen herausgefunden, was ausschlaggebend ist, ob eine Person seltener krank und schneller wieder gesund ist, ob eine Person an Alzheimer erkrankt oder nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, ob er diese Diagnose bekommt oder nicht. Er hat es das Kohärenzgefühl genannt. Und jetzt bitte volle Konzentration. Hier beschreibt der Neurologe, dieser Arzt, was wichtig ist, lebenswichtig ist, um uns vor dieser Erkrankung zu schützen. Er schreibt, aber das Kohärenzgefühl,
oder das Gefühl der Freude an all dem, was sich in dieser Welt zu entdecken und gestalten lässt, egal wie alt man geworden ist, das ist das, was die Nervenenden verzweigen und vernetzen lässt. Denn das Gefühl der Freude geht mit einer Aktivierung der im Mittelhirn liegenden emotionalen Zentren einher. Ich wiederhole diesen Satz noch einmal, weil es sehr, sehr wichtig ist. Und da sollten Sie Ihr Leben überdenken. Aber das Kohärenzgefühl oder das Gefühl der Freude an all dem, was sich in dieser Welt zu entdecken und gestalten lässt, egal wie alt man geworden ist, das ist das, was die Nervenenden verzweigen und vernetzen lässt. Denn das Gefühl der Freude geht mit einer Aktivierung der im Mittelhirn liegenden emotionalen Zentren einher. Ich sage dazu nur ein Wort. Es ist die Lebensfreude. Aber es gibt auch kein Leben ohne Probleme. Es gibt Menschen, die zerbrechen an den Problemen und andere nehmen die Herausforderung an. Und zwar so lange, bis es wieder passt. Und sie bleiben trotzdem im Gleichgewicht. Sie suchen nach Lösungen und sie akzeptieren die Realität. Und die Realität ist die Wahrheit und ist nicht immer angenehm. Denn das ständige Jammern, die Opferrolle, bringt nichts, führt zu nichts, ändert nichts. Man zieht nur sich selbst und andere runter. Denn Pessimismus blockiert jede positive Energie. Ein Wissenschaftler schreibt in einer Zeitschrift einen Artikel zum Thema Resilienz, die Verbindung zu Alzheimer. Er ist überzeugt davon, wer diese Resilienz, die innere Widerstandskraft nicht besitzt, der leidet früher oder später an einer neurologischen Erkrankung, Alzheimer, Parkinson und MS. Manche Menschen bewahren trotz widriger Umstände ihren Lebensmut und reagieren auf Krisen mit Zuversicht. Forscher nennen diese Eigenschaft Resilienz. Es ist ein seelischer Schutz. Mag das Leben noch so stürmisch sein, Menschen mit einer hohen Widerstandskraft, mit einer starken Resilienz, die bleiben standhaft, denn sie kennen ihre innere Stärke. Resilienz ist die besondere Kraft der Psyche, Belastungen auszuhalten. Eine ausgeprägte, lebensmutige Haltung. In Wochenendseminaren und Ratgebern wird diese Haltung vermittelt. Nun, woran erkennt man einen resilienten Menschen, einen Menschen mit einer starken Widerstandskraft? Zwei Beispiele. Nelson Mandela. Er war 30 Jahre im Gefängnis und er schreibt in seinem Buch, sie konnten mich dort biegen, aber sie konnten mich niemals brechen. Er entwickelte im Gefängnis ein Konzept für Südafrika. Er hat keinen Hass aufgebaut, sondern rief zur Versöhnung auf und wurde Präsident von Südafrika. Viktor Frankl, der Psychiater und Neurologe aus Wien, er war 2 Jahre im KZ Buchenwald. Und er schrieb, Menschen, die das karge Essen, auf dieses Essen verzichteten, um noch 2 Züge an einer Zigarette zu rauchen, da wusste er, der hat sich aufgegeben. Und er starb auch innerhalb der nächsten 2 Tage. Aber diejenigen, die ein Ziel hatten, den nächsten Tag, die nächste Nacht zu überleben, die sich ausmalten, was sie machten, wenn sie hier rauskommen. Und Viktor Frankl entwickelte im KZ die Logotherapie. Er kam zu der Erkenntnis, der Mensch braucht einen Sinn im Leben. Wenn er diesen Sinn nicht erkennt, ja, da kann er ja eigentlich nur liegen bleiben. Was soll da weiter geschehen? Das Leben muss den Sinn bekommen. Aber fest steht auch, kein Mensch ist bis ins Unendliche belastbar. Wenn ein Mensch bis zur Erschöpfung immer wieder kämpfen muss, wenn die Schicksalsschläge nicht aufhören, dann kann auch ein kraftvoller Schuss irgendwann seine Wirksamkeit verlieren. Und hier muss man zu der Erkenntnis kommen, dass man medizinische Hilfe in Anspruch nehmen muss, bis man das Licht am Ende des Tunnels wieder sieht und nicht nur den entgegenkommenden Zug. Bei Psychologen oder medizinisch geschultem Personal. Nun, wie stark ist eigentlich Ihre Widerstandskraft? Sie können Ihre Widerstandskraft selbst testen. Ein Hirnforscher, der hat 7 Fragen ausgearbeitet. Und diese Fragen werde ich Ihnen jetzt stellen. Und Sie antworten selbst auf der Skala von 1 bis 10. 5 ist die neutrale Zahl, weder schlecht noch gut.
nach links die positive Zahl 4, 5, 3, 2, 1 und nach rechts die negative Zahl bis 10. Die Zahl 1 trifft auf Sie nicht zu. Sie sind so glücklich, so euphorisch, Sie sind überzeugt, Sie können bald fliegen, trifft auf Sie nicht zu. Die Zahl 3, 10, die schlechteste Zahl, trifft auf Sie auch nicht zu. Sie springen morgen nicht vom 10. Stock. Also die schlechteste und die beste Zahl trifft auf Sie nicht zu. Die erste Frage. Wie hoch ist Ihr Selbstwertgefühl, Ihr Selbstbewusstsein, Ihre Selbstachtung? Wie stark ist Ihre Leistungsbereitschaft, mal was Neues anzupacken? Wie groß ist Ihr Maß an körperlicher Aktivität? Können Sie sich in der Freizeit entspannen, einfach mal abschalten, zur Ruhe kommen? Die Ansicht. Ist wieder weg. Wie groß ist Ihr Maß an einem gesunden und tiefen Schlaf? Können Sie sich in der Freizeit entspannen? Haben Sie noch Freude am Leben? Also davon gehe ich aus. Alle, die hier zuhören, Sie haben noch Energie, sonst würden Sie jetzt auf der Couch liegen. Ich trinke jetzt wieder einen Schluck Wasser und dann geht es weiter im Text. Das ist heute für mich eine Welturaufführung. Das haben wir noch nie gemacht. Wäre zwar schöner, wenn ich Sie sehen könnte, aber ich nehme was. Hinterher sind wir schlauer. Zitat eines Hirnforschers, das war in der Sendung Dreisat mit Hirschhausen und einem Neurologen. Hirnforscher war, ist er, der weltweit vernetzt ist. Und ich habe mir einiges notiert. Und dieser Hirnforscher sagte, Bewegung ist Leben und Stillstand ist Tod. Er meinte, die mentale und körperliche Bewegung ist wichtig. Ein aktives, optimal stimuliertes Gehirn zeichnet sich durch Neurogenese aus, also Zellerneuerung. Ein passives, depressives Gehirn bewegt sich langsam und ist träge und die Zellerneuerung ist stark eingeschränkt oder findet nicht statt. Also raus aus der Isolation, neue Erfahrungen sammeln und sich den Herausforderungen des Lebens stellen. Alle Demenz werden nur wegen Corona. Jetzt höre ich wieder eine Stimme aus dem Jenseits, glaube ich. Solange sich mehr Zellen erneuern als absterben, so lange sind sie auf der sicheren Seite. Denn die Neuorganisation nervaler Verschaltungen im Gehirn kann nicht in Gang kommen, wenn jemand sein Leben freudlos, lustlos in immer denselben eingefahrenen Gleisen verfügt und das eigene Leben als ziellos und sinnlos empfindet. Der Medizinsoziologe Aaron Antonowski hat in umfangreichen Untersuchungen herausgefunden, dass wir drei Grundregeln anstreben sollten, damit wir gesund bleiben und uns vor dieser Diagnose Alzheimer schützen. Und die drei Grundregeln lauten Verstehbarkeit, Gestaltbarkeit und Sinnhaftigkeit. Zum ersten Punkt, Verstehbarkeit. Er ist der Meinung, wir müssen auch im hohen Alter in der Lage sein und das Interesse haben, was in der Welt geschieht. Und wir sollten es verstehen. Und ich erinnere mich an ein Jahr 1985. Ich hatte eine Patientin, die Dame, schlank, drahtig, voller Energie. Wenn die Tür reinkam, die hat schon gelacht. Sie eine ehemalige Studienrätin. Ich mache Fußreflexzonenmassage. Plötzlich sagte sie zu mir, Herr Müller, schauen Sie morgen um 14 Uhr RTL? Ich sage, nee, da habe ich was anderes zu tun. Das, was läuft denn da? Und sie sagt, das wissen Sie nicht. Michael Schumacher steht doch auf der Pole Position. Und wenn er gewinnt, dann haben Sie noch die Konstrukteurswertung. Ich habe mich also Sonntag hingesetzt, Kugelschreiber und Papier, damit ich beim nächsten Mal mit der Dame mitreden konnte. Und das fand ich toll. Mit 92 Jahren hat die sich dafür interessiert, was hier geschieht. Das war ihr Hobby. Zum zweiten Punkt, Gestaltbarkeit. Wir müssen auch im hohen Alter in der Lage sein und die Motivation besitzen, unser Leben selbst zu gestalten und wenn erforderlich auch zu verändern. Selbstbestimmung. Kann man dazu sagen. Und hier habe ich ein Beispiel von meiner Mutter. Sie lebte im Siegerland
Und sie starb im Alter von 97 Jahren und schrieb 7 Wochen vor ihrem Tod das letzte Gedicht. Sie war bis 5 Wochen vor ihrem Tod absolut fit. Sie brauchte niemanden, der sie anzieht, der kocht und die Wohnung und die Fenster putzt. Sie setzte genau das um, was sie heute von mir hört und hat weder ein Buch oder sonst was gelesen. Meine Schwester ruft mit, sie wohnte in dem Haus im Siegerland, ein Stockwerk tiefer im Haus von meiner Schwester. Meine Schwester ruft mich an und sagt, ich bin mit den Nerven am Ende. Die Mutter schwitzt, sie hat kaum eine Stimme, sie hat Fieber und sie will nicht, dass der Arzt kommt. Ich sagte, gib mir sie mal. Ich ging ans Telefon und ich sagte, Mutter, warum willst du nicht, dass der Arzt kommt? Sie sagte, wir haben heute Samstag. Und dann muss man für den Arzt Verständnis haben. Er hat auch Familie und Kinder. Da darf man den Arzt nicht belästigen. Also zu mir braucht kein Arzt kommen. Ich wusste, sie hatte mir einmal gesagt, sie hatte eine panische Angst, dass wenn sie zum Arzt muss, dass der Arzt sagte, sicherheitshalber schicke ich in die Klinik. Und da war sie eine panische Angst. Am nächsten Tag, es war morgens 9 Uhr, Sonntag, meine Schwester ruft mich wieder an. Ich bin mit den Nerven noch schlimmer dran. Ich höre normal ab 8 Uhr Geräusche unten im Zimmer, die Stühle rücken, ich höre Schritte, ich höre kein Geräusch. Ich habe in meinem Leben noch keine tote Leiche gesehen, wortwörtlich. Ich habe Angst, runterzugehen. Ich sagte, ein Toter bewegt sich doch nicht mehr. Der tut dir doch nichts, also geh jetzt runter. Sie war mit den Nerven völlig am Ende, sie ging die Treppen runter und sagte, jetzt stehe ich vor der Tür. Jetzt mache ich langsam die Türe auf. Sie macht die Türe auf und dann schreit sie laut, mein Gott. Für mich war klar, die Mutter ist tot. Ich sagte, was ist los? Sie sagte, das gibt es nicht. Die Mutter ist im Wohnzimmer und putzt die Fenster. Sie hatte selbst bestimmt, ich will keinen Arzt. Und ich habe zu meiner Schwester gesagt, das ist ihre Entscheidung, das haben wir zu akzeptieren. Sie weiß, was sie sagt und was kommt, kommt so oder so. Also selbstbestimmt. Sie war in der Lage, über ihr Leben selbst zu entscheiden. Sinnhaftigkeit, der dritte Punkt. Wir müssen den Sinn des eigenen Lebens erkennen. Und da gibt es ein wunderbares Beispiel. Es sind 2 Steinmetze am Kölner Dom am Arbeiten. Der erste Steinmetz wurde gefragt, wie gefällt Ihnen die Arbeit? Er sagte, ich habe schon Kreuzschmerzen, immer diese Klopperei an dem Stein. Noch eine halbe Stunde, dann habe ich es endlich geschafft, Gott sei Dank. Der nächste Steinmetz wurde gefragt, er sagte, es ist eine fantastische Arbeit. Stellen Sie sich mal vor, ich als deutscher Steinmetz bin daran beteiligt, dass eines der bedeutendsten Kulturdenkmäler der Welt, der Kölner Dom, restauriert wird. Eine fantastische Sache. Er erkannte so. Was glauben Sie, wer wird öfters krank? Wer braucht längere Zeit, um wieder gesund zu werden? Wer hat die Chance, noch länger zu leben? Einfach mal drüber nachdenken. Und der Aaron Antonowski, der Neurologe, hat diese 3 Punkte in 4 Sätzen zusammengefasst. Vielleicht fällt Ihnen etwas auf, ob wir diese Sätze nicht schon mal hatten. Jetzt wieder nochmal volle Konzentration. Er schreibt, es lohnt sich darüber nachzudenken, wie es uns gelingen kann, das Zusammenleben so zu gestalten, dass wir diese glücklich machenden Erfahrungen häufiger erleben, als es bisher der Fall war. Dann wird unser Gehirn seine Umbau- und Regenerationsfähigkeit nicht mehr so schnell verlieren. Was sagte der Neurologe aus Florida? 2 Wissenschaftler konzentrieren sich in ein und dieselbe Richtung, nämlich die Verhinderung von Alzheimer. Sie forschen danach. Sie kennen sich nicht. Kommen aber zum gleichen Ergebnis. Der Neurologe aus Florida schreibt, aber das Kohärenzgefühl oder das Gefühl der Freude an all dem, was sich in dieser Welt zu entdecken und gestalten lässt, egal wie alt man geworden ist, das ist das, was die Nervenenden verzweigen und vernetzen lässt. Denn das Gefühl der Freude geht mit einer Aktivierung der im Mittelhirn liegenden emotionalen Zentren an. Und er schreibt, Aaron Antonowski, es lohnt sich darüber nachzudenken, wie es uns gelingen kann, dass wir diese glücklich machenden Erfahrungen häufiger erleben, als es bisher der Fall war. Denn dann wird unser Gehirn seine Umbau- und Regenerationsfähigkeit nicht mehr so schnell verlieren. Aber das Leben hat 2 Seiten. Es gibt kein Leben ohne Probleme. Keine Nacht ohne Tag. Kein Schatten ohne Licht, kein Regen ohne Sonne, kein Tief
ohne Hoch. Kein Weinen ohne Lachen. Sagen Sie in einer schwierigen Lebenssituation, ich will wachsen am Leben und nehme diese Herausforderung an. Denn ungeahnte Kräfte schlummern in der Tiefe meines Wesens. Denn ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich will und ich werde es allen beweisen. Denn in mir steht die Kraft, die Geduld und die Ausdauer. So hat das Leben zwei Seiten. Jetzt fällt mir gerade eine Geschichte ein. Es gibt den glücklichen Ehemann und es gibt den traurigen Ehemann. Der glückliche Ehemann, der hat ein trautes Heim und der unglückliche Ehemann, der traut sich nicht heim. Oder sucht sich später ein neues Heim. So ist das Leben. Ich komme nun langsam zum Schluss meines Vortrags. Also mein Kompliment, wer mir bis hierhin konzentriert zuhören konnte, finde ich klasse. Ich möchte Sie aber informieren über eine Patientin von mir, die mit 30 Jahren unverschuldet auf der Autobahn in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Sie war 5 Wochen im Koma auf der Intensivstation. Und als sie nach 5 Wochen aufwachte und die Ärzte ihren Kreislauf stabilisierten, kam sie nicht in ihre eigene Wohnung, sie war Single, sondern in die Wohnung ihrer Eltern, in ihr Kinderzimmer. Und die Ärzte sagen, sie haben jetzt hier einen ewigen Pflegefall. Diese Dame entwickelte solch eine mentale und körperliche Energie. Sie lernte jeden einzelnen Buchstaben schreiben. Sie lernte wieder Sätze bilden. Sie lernte jeden einzelnen Buchstaben sprechen. Sie lernte jeden einzelnen Muskel zu aktivieren. Und jeder Fortschritt, wie sie mir sagte, wurde mit einem Glas Sekt gefeiert. Nach 2 Jahren war sie so wiederhergestellt, dass sie halbtags 4 Stunden in ihrer Versicherung wieder arbeiten kann. 2 weitere Jahre ging es ihr so gut, dass sie ganztags arbeitet. Und jetzt, nach 5 Jahren, kommt sie wieder, wie vor dem Unfall, regelmäßig alle 4, 5 Wochen zur Behandlung in die Praxis, in die Röderstraße. Ich habe diese Patientin gefragt, wenn Sie ihr zweites Leben betrachten, was hat sich in ihrer Denkweise geändert? Sie sagte, erstens, keine Arroganz und Überheblichkeit. Wir leben alle unter dem gleichen Himmel und wir sollten uns bewusst sein, dass das Leben endlich ist und uns jederzeit genommen werden kann. Zweitens, sie sagte, früher, was vor dem Unfall für mich selbstverständlich war, für diese Dinge bin ich heute dankbar. Das Wort Danke kommt mir viel öfters über die Lippen. Die Krisen des Lebens, die durchlebe ich nicht mehr so intensiv. Ich weiß auch, das geht irgendwie vorbei, wenn ich mich darum kümmere. Aber so schlimm wie das, was ich durchleben musste, so schlimm kann es sowieso nicht mehr kommen. Aber die Freuden des Lebens, die durchlebe ich besonders intensiv. Ich lache viel mehr wie früher und genieße auch den kleinsten Moment. Übrigens, Erich von der Röderstraße, mein Kollege, die Dame kommt nächste Woche Dienstag zu dir zur Fußpflege. Nur das nebenbei. Also an diesem Beispiel möchte ich Ihnen sagen zum Schluss, geben Sie nicht auf. Irgendwann bekommt man alles in den Griff. Es kostet nur viel Zeit und Mühe. Denn am Ende des Lebens bereut man auch die Dinge, die man nicht getan hat oder wo der Mut fehlte, diese oder jene Entscheidung zu treffen. Wenn Sie aktiv werden und das, was Sie hören heute von mir, sich bemühen umzusetzen, dann können Sie irgendwann sagen, ich fühle mich gut, meine Stimmung ist gut, meine Abwehrkräfte sind stark und ich schaue positiv in die Zukunft. Denn ich weiß, die besten Jahre liegen noch vor mir. Und trotzdem braucht das Leben Spannung und keine Langeweile. Das Ende meines Vortrags kann für Sie ein neuer Anfang sein, wenn Sie vom Zuhören ins Handeln kommen. Und jetzt werde ich persönlich. Mache einen Plan und setze ihn um mit einer Strategie und einem Konzept. Sagen Sie nicht, dafür habe ich keine Zeit oder dafür bin ich zu alt. Ich werde in ein paar Wochen 72 und die Lebenszeit, die vor mir liegt, die ist wesentlich kürzer als die Lebenszeit, die bereits hinter mir liegt. Laut Statistik bei den Männern 78
Und bei den Frauen etwas länger, 82. Also sollten wir die restliche Zeit nicht vergeuden, sondern sinnvoll nutzen. Deshalb regen Sie sich nicht auf, wenn Sie mit Ihrem Auto im Stau stehen. Regen Sie sich nicht auf, wenn Ihr Friseur Ihnen die Haare zu kurz geschnitten hat. Regen Sie sich nicht auf, wenn Sie im Spiegel schon wieder eine Falte entdecken. Warum gehen Sie auch so dicht an den Spiegel? Regen Sie sich nicht auf, wenn Ihr Busen zu klein, der Hintern zu dick, die Hüften zu breit und der Bauch immer mehr wackelt und schwabbelt. An keine dieser Dinge werdet Ihr denken, wenn Sie erfahren, dass Sie diesen Planeten jetzt für immer verlassen müssen, wenn Ihr Leben zu Ende geht. Die einzige Frage, die sich dann stellt, lautet, habe ich wirklich gelebt? Hat es sich gut zu leben? Denn wenn Sie am Ende Ihres Lebens zu der Überzeugung kommen, hätte ich noch einmal die Chance zu leben, dann würde ich alles ganz anders machen. Es gibt keine zweite Chance. Dieses Leben ist die Premiere und das Finale. Es gibt keine zweite Chance. Es sei denn, Sie freuen sich auf das Leben nach dem Tod. Ich bin überzeugt, es gibt ein Leben vor dem Tod und wir haben jetzt unsere Aufgabe zu erfüllen. Deshalb nachdenken, aktiv werden, Hoffnung und Vertrauen, Optimismus sind Vitamine für die Seele. Wir müssen weg von den Nebenwirkungen und hin zu den Auswirkungen eines gesunden Lebens. Es ist viel leichter, einen Menschen zu täuschen, als ihn später zu überzeugen, dass er getäuscht worden ist. Deshalb keine Ehrfurcht vor Hierarchie. Sie haben das Recht zum kritischen Denken. Und dieses Denken sollte nie aufhören. Denn Gesundheit und der frohe Mut sind des Menschen höchstes Gut. Ihnen diese Hoffnung und Motivation zu vermitteln, das war unter anderem der Sinn meines Vortrags. Schönen Dank für die Konzentration, mit der Sie mir so lange zuhören. Das war's. Vielleicht sehe ich Sie beim nächsten Mal wieder. Wäre besser.